Nachfolgend hören Sie ein Programm von Radio Channel 292, produziert von unserem externen Sendepartner. Die Ausstrahlung erfolgt im Rahmen und unter Verantwortung von Radio Channel 292. You are listening to Super Clan Radio. Leave it. Once upon a time, many decades ago, actually, everyone wanted to start a radio station called Jungle Rock. I'm so glad it didn't went through. Yes, no, it was a complete failure, and it should have been a complete failure, because otherwise I would have gone bankrupt within the first month. But nevertheless, the song is great, Jungle Rock from Hank Mazzell on Super Clan Radio. My name is Herbie the Fish, on the 2018, in the middle of May, and throughout the whole year 2018, Super Clan Radio will be there on the Sunday morning. Humphrey singers on Super Clan Radio with Mexico, specially dedicated to Donald Trump, because he still wants to build a wall at the border with Mexico. Maybe he can still use some bricks from Berlin for that. Super Clan Radio, 10,000 watts of 607 of colors. Local music from The Hague in the Netherlands to the shocking blue with Tinkoff. Super Clan Radio, that's it for this May the 13th, 2018 on 607 of colors. But see you around next week, und wir schließen heute ab mit Musik aus der Vergangenheit. Roland W. und Monja, Musik aus der Vergangenheit. Ich bin selbst auch aus der Vergangenheit. Superclan ist aus der Vergangenheit. Kurzwelle ist aus der Vergangenheit. Und natürlich auch Radio Nordsee International ist auch aus der Vergangenheit, denn das ist schon vorbei seit 31. August 1974. Viel Spaß heute und bis nächste Woche auf 6070 Kilohertz. Super Clan Radio. Leave it. RNI. www.radio-nordsee.de präsentiert. Radio Nordsee. Radio Nordsee. Ihr hört Radio Nordsee International. RNI. Radio Nordsee. Und die nächste Sendestunde im deutschsprachigen Programm, die kommt direkt aus dem Herzen Europas, also aus Bad Salzuflen. Und mein Name ist Eckart Hannibal Heuermann. Und hier ist der Candyman. Zwischendurch mal eine leckere Süßigkeit, da sage ich natürlich nicht nein. Und zwischendurch mal einen Goldrausch genießen, das lasse ich mir auch gut gefallen. Und hier bei Radio Nordsee, da ist natürlich heute beides möglich, denn Sammy Davis Jr. hat uns ja gerade als Candyman eine leckere Süßigkeit aus dem Jahre 1972 überreicht. Und ich bin für den Goldrausch verantwortlich. Mein Name ist Eckart Hannibal Heuermann, sprich, ich spiele heute die Oldies aus dem Jahre 1972 und nachher, dann gehen wir noch in das Jahr 1967. Und dazu wünsche ich natürlich einen guten Empfang und viel Spaß beim Zuhören. Das war eine Sendestunde des deutschsprachigen Programms von Radio Nordsee International, RNI. Das ganze Programm von Radio Nordsee International könnt ihr über unsere Internet-Streams empfangen. Und ihr könnt ihr einschalten bei uns auf der Homepage www.radio-nordsee.de. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen, diese Kurzwellenausstrahlung betreffend, benutzt bitte die folgende E-Mail-Adresse. Goldrausch 6070@yahoo.de. This is Radio North Sea International. We'll be right back.
guten Tag, guten Abend, ganz egal, wo Sie uns gerade empfangen. Hier ist die Kurzwelle 6070 kHz in 49 Meter Band und Sie hören das Programm von Radio DARC. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening. This is shortwave 6070 kHz in the 49 Meter Band and you are listening to Radio DARC. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW aus Wien. Wiederholungen erfolgen montags um 17 und 21 Uhr Lokalzeit ebenso auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 10 kW aus Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Wir wären sehr an technischen Details wie der Feldstärke und der Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Bitte geben Sie, sofern vorhanden, Ihr Rufzeichen an, damit der Versand über die QSL-Vermittlung des Clubs erfolgen kann. Auch Kurzwellenhörer können gerne eine Karte zur Bestätigung dieser Sendung anfordern. Wir bitten in diesem Fall jedoch um Angabe Ihrer Postanschrift. Wenn Sie bei unserer nächsten Sendung mitmachen wollen, gerne. Haben Sie Beiträge, Berichte oder Technikinformationen? Wenn ja, wir können Input per Text oder auch bereits gesprochene Teile gerne mit in unsere Programme aufnehmen. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC-EV. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal. Oberlausitz International. Willkommen zum Beitrag der AGDX, der Arbeitsgemeinschaft DX. Mein Name ist Olaf Mertens und ich habe dieses Programm zusammengestellt. Taiwan ist ein ostasiatischer Inselstaat und liegt etwa 150 Kilometer östlich vor der Küste der Volksrepublik China. Das Land hat ungefähr 23 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Taipei. Amtlich bezeichnet sich Taiwan auch als Republik China. Für Hörer im Ausland sendet RTI, Radio Taiwan International, Radioprogramme in 13 Sprachen und Dialekten. Gesendet wird in Hochchinesisch Mandarin, Taiwanisch, Hakka, Kantonesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Vietnamesisch, Thai und Indonesisch. Erklärtes Ziel des Auslandsrundfunks ist, ein objektives und umfassendes Bild von Taiwan zu vermitteln. Seit 1986 gibt es von RTI auch Programme in deutscher Sprache. Die Deutschredaktion besteht aus 5 Vollzeit- und weiteren freien Mitarbeitern. Die Leiterin der Redaktion ist Xiu Bihui. Von ihrem Team wird täglich eine einstündige Sendung aufgenommen und über Kurzwelle und das Internet weltweit gesendet. Das Programm enthält Nachrichten und bietet Reportagen und Gespräche über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Täglich gibt es ein Tagesthema,
mit wechselndem Schwerpunkt. Freitags ist eine Hörerpostsendung im Programm. Um das Internetangebot kümmert sich eine Online-Redaktion. Der Hauptsitz von Radio Taiwan International befindet sich in der Hauptstadt Taipeh. Hier gibt es 28 moderne Aufnahme- und Sendestudios. In diesem Jahr wurden die Besucher dann auch noch von Ferhat Kopal, der zum ersten Mal in Ottenau teilnehmen konnte, mit einer Spezialität aus den Niederlanden verwöhnt, berichtet Bernd Seiser weiter. Besondere Anerkennung für ihre langjährigen Aktivitäten erhielten Alfred Albrecht, Liebert Gerhardt und Bernd Seiser, die schon beim ersten Murktal-Treffen im Jahr 1980 teilgenommen haben. Radio Oberlausitz. Hier ist Radio Vorrumpel mit den besten Hits der 80er, der 90er und das allerbeste von heute. Das war natürlich nur ein Scherz, ist mir kein Formatradio. Ja, los geht's. Hallo, hier ist wieder Radio Powerrumpel. Ihr seid auf 60-70 Kilohertz gelandet bei Channel 292 und am Mikrofon ist der Heiko. Heute gibt es wieder jede Menge Musik. Aus bekannten Filmen oder nicht so bekannten Filmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Sendung. Living on my own, das war Freddie Mercury. Und damit wird es richtig kompliziert, was die Oldies angeht, denn der Song erschien ja bereits im Jahre 1985 auf einem Soloalbum von Freddie Mercury. In den Charts stand er allerdings auch im Jahre 1993 und in Jahren mit der Endziffer 3 gehen wir in der heutigen Diamond-Sendung zurück. Die Hits kommen natürlich aus den Charts. Ich bin hier im Studio. Mein Name ist Eckhard Hannibal Heuermann. Hallo allerseits. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Guten Empfang und viel Spaß beim Zuhören. Was haben eigentlich die Fantastischen Vier seit dem Jahr 2014 so gemacht? Nun auf jeden Fall keine neue Single. Aber jetzt sind sie wieder da, zusammen mit Clueso und ja, so heißt auch der Song. Hier ist zusammen. Das waren Mick Hucknall und seine Band Simply Red. Und einfach mal so, genaueres weiß man nämlich nicht, wurde am 23. Mai des Jahres 2003 ein auf dem Flughafen Luanda in Angola geparkte Boeing 727. Der Diebstahl wurde nicht aufgeklärt. Das ist bis heute verschwunden. Und wenn bei euch irgendwo auf der Wiese eine Boeing 727 steht, schaut doch mal nach dem Bild. Wenn es die gestohlene Maschine ist, müsste das nämlich N844AA heißen. Ob es allerdings für die Aufklärung dieses Diebstahls heute noch eine Belohnung gibt, das weiß ich leider nicht. Dafür weiß ich aber ganz genau, dass jetzt ein Song von Seal kommt, nämlich Love Divine. Love Divine, und mit diesem Song von Seal gehen unsere musikalischen Zeitreisen in den Jahren mit der Endziffer 3 leider für zu Ende. Das war eine Spitze von Miss. Und nächste Woche bin ich dann natürlich wieder für da, da machen wir wieder Zeitreisen. Und schauen mal, was ich dann so alles in den Plan haben wird. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bye-bye. Euer und ihr Eckart Hannibal Heuermann. Die Sendung wurde im Goldrausch 60-70 Stunden in Bad Salzungen produziert. Empfangsberichte.
Fragen und Anregungen schickt bitte an die folgende E-Mail-Adresse. goldrausch6070@yahoo.de. Channel 292 auf 670 gehört. Wir unterbrechen unser Programm jetzt für Wartungsarbeiten. This is Radio Channel 292 on 670 kHz. We interrupt now our program for maintenance works.